Was tue ich jetzt, Hölle? Wow! Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar will ich, bevor das eigentliche Video startet, nochmal eine kleine Sache sagen. Und zwar ist dieses Video eine Parodie. Ich will das nur nochmal anmerken, bevor hier wieder seltsame Kommentare in den Kommentaren kommen. Von daher, Parodie, vorsichtig, also auf geht's. Hallo meine Lieben, heute habe ich für euch ein Video, was es so auf YouTube wirklich noch nicht so oft gab. Und zwar wollte ich meinen heutigen DM-Haul ein bisschen aufpeppen und habe deswegen gedacht, kaufe ich für euch doch mal die skurrilsten, extremsten und verrücktesten Produkte, die es in der Drogerie so gibt. Bevor ich euch jetzt also zum 10. Mal nochmal erinnere, dass ihr mir doch bitte auf all meinen Social-Media-Kanälen folgen sollt, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, dann fange ich doch lieber mal direkt ein Video an und mit dem ersten Produkt. Diesmal habe ich nämlich Wattepads für euch. Und diese Wattepads, die sind ja so extrem verrückt, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr schon mal so viele Wattepads in einer Packung gesehen? Crazy! Also ich persönlich benutze ja nicht zweimal am Tag oder so ein Wattepad, das ist echt was sehr verrückt, das habe ich noch nie gesehen bei DM und ich habe es auch bei anderen DM-Hauls eigentlich auch nie gesehen. Komisch. Das zweite Produkt, das ich für euch gekauft habe, hups, natürlich für mich, ich meine ganz ehrlich, es ist einfach eine gute Ausrede, um mal wieder viel Geld beim DM auszugeben, ist ein ultramatter Lippenstift und zwar ist der von Trend It Up. Der ist total wie Kylie Jenner, das ist echt der absolute Wahnsinn. Und das ist so ein schönes, helles, rosa, lila Baby. Pink, ich weiß es selbst nicht. Seht ihr das? Das werde ich jetzt nochmal mit euch zusammen auftragen, weil das müsst ihr einfach gesehen haben. Als ich jetzt diese Matte Lip Cream von Trend It Up live vor der Kamera getestet habe, habe ich bemerkt, dass es ein ganz einfaches Mittel gibt, um seine Lippen wegzuzaubern. Das hat man früher immer gemacht, indem man super viel Concealer drauf gemacht hat. Aber ich meine, jetzt, wenn man ja so einen leichten Kylie Jenner Look hat. I don't have it. Das sagt gerade die YouTuberin mit der Pferdefresse und dem großen Mund. Ruckzuck wieder abgeschminkt, wie ihr seht. Ist ja nicht so, dass ich nicht einfach zu faul bin, die Kamera dreimal hin und her zu verstellen. Aber deswegen kommen wir doch direkt zum dritten Produkt, was ich mir für heute ausgesucht habe und bei DM gekauft habe. Und zwar ist es der EOS Lippenbalsam. Total extrem, super verrückt und total skurril. Ein Lippenbalsam in runder Form. Den kennen wir nicht schon seit Jahren, den gibt es ja nicht schon seit Jahren. Und der ist ja auch nicht einfach extrem überteuert mit 6 Euro. 6 Euro? Eigentlich traue ich mich ja gar nichts gegen EOS zu sagen. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn ich das in den Titel schreibe, kriegt das Video einfach doppelt so viele Klicks. Nur für 6 Euro, hallo? Das nächste Produkt ist wieder was für die Lippen. Ihr wisst ja, ich bin total lippenverrückt. Hier haben wir einen Lip Liner. Und das ist doch mal wirklich extrem. Seht ihr diese Farbe? Das ist so knallig. Auf geht's mit dem Lip Liner auf die Lippen. Ich kann das eigentlich nicht auftragen. Leute, ich musste eben gerade vor den Spiegel, weil ich einfach 10 Minuten gebraucht habe, weil ich einfach kein Talent bin, was Lip Liner angeht. Und dass die Belichtung jetzt unauffällig hochgeschaltet ist, das ist natürlich nicht dem zu verschulden, dass ich momentan ein Darmbart habe und einfach zu faul zum Wachsen war. Zurück zur Farbe. Ganz ehrlich, ich sehe aus wie ein Clown. Wenn ich so auf die Straße gehe, dann wird mich jeder doof angucken. Von daher, was sagt ihr? Extrem, skurril, verrückt. Eindeutig. Ein weiteres Produkt, was noch nie gesehen wurde, extrem skurril und verrückt ist, der Tangle Teaser. Wundert euch nicht, dass er nicht mehr in der Verpackung ist. Ich habe ihn ja nämlich nicht schon vor einem Jahr gekauft. Ist ja auch normal, dass jeder von uns einfach mal 70 Euro in der Drogerie lässt und das jeden Monat. Seht ihr das? Total verrückt, eine Haarbürste, die wirklich fürs Haar gemacht ist, die ich auch noch dafür verwende. Seltsam, dass mir hier noch keine komischen Hacks eingefallen sind. Aber ich meine, wenn man Tangle Teaser in den Titel schreibt, dann bringt das einfach nicht so viele Klicks. Es lohnt sich nicht. Ich fühle mich wie eine Barbie. Das ist wie Plastikbürste, wie ich früher meine Barbie gebürstet habe. Geil. Ich habe noch eine Gratisprobe bei DM mitbekommen und ich weiß nicht, was das ist, aber ich dachte, ich packe das mal mit euch zusammen aus und teste das auch gleich mal. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das ist. Ob das so passend ist für meine Zielgruppe, ich weiß ja nicht. Ein Kondom, wirklich. Das ist doch mal extrem skurril und verrückt, was man so in der Drogerie so bekommen könnte. Verrückt, ne? Crazy. Man kann sich's auch nicht verkneifen, hier nicht rot zu werden. Ja. Verrückt. Leute, das ist doch mal wirklich extrem skurril und verrückt, das in sein DM-Skurril-Haul-Video mit einzubauen. Ein Kondom.
Aber zurück zum Ernst der Sache. Kondome sind wirklich wichtig. Das heißt, wenn ihr vorhabt, etwas in die Richtung zu machen, solltet ihr auf jeden Fall verhüten. Vor allen Dingen gut mit Kondomen verhüten. Das schützt euch nämlich nicht nur vor der Schwangerschaft, sondern auch vor Krankheiten. Und nein, ich will jetzt nicht in den Kommentaren lesen, dass ich Kinder irgendwie dazu motiviere, Sex zu haben, sondern man weiß einfach, wenn jemand was will, dann kann man ihnen sowieso nicht was verbieten. Von daher, wenn schon, dann auf jeden Fall safer Sex. Und eigentlich sollte das ja auch kein Aufklärungsvideo sein, aber ich dachte, der erste Satz musste hier rein. Das ist so eklig, aber es fliegt die Lippen. Ups. Habt ihr schon mal ein Kondom aufgeblasen? Ganz ehrlich, das Ding wird riesig. That's what she said. Was tue ich jetzt alle? Wow. Okay, Sophia hat um 8 Uhr morgens Spaß mit einem Kondom, aber egal. Jetzt ist es auch noch voll mit Zappa. Ich hoffe sehr, dass euch dieser kleine Spaß und die Parodie gefallen hat. Und wie ihr wisst, verarsche ich mich selbst ja irgendwie am meisten. Von daher, ich will wirklich keinen irgendwie angreifen. Falls euch das wirklich gefallen hat, gebt dem Ganzen noch sehr gerne einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Abonnier-Button da unten drückt. Und hier verlinke ich euch nochmal in der Endcard meinen Zweitkanal, denn ich bin momentan im Skiurlaub. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mich auf die Fresse lege, solltet ihr auf jeden Fall auf meinen Zweitkanal gehen und euch dort meine Weekly-Vlogs anschauen. Von daher, bis zum nächsten Video und bis dann. Tschüss!